So, hallo, wir machen weiter bei Jump 2. Letztes Mal haben wir die Star World betreten und ich meine, die Reihenfolge, wie wir die Level spielen, ist sowieso wurscht. Wir sind jetzt im Mount of, ich glaube, Everrise heißt das Ding, angekommen. Mal gucken, was mich hier erwartet. If you lose all your coins, you die. Oh, okay. Also, das ist jetzt ein Level, wo ich Münzen nicht verlieren darf. Na dann. Und das ist ja gut, wenn ich Münzen bekomme. Sollte ich dann jetzt Münzen sammeln, oder? Ach so! Ich verliere ja alle Münzen, wenn ich bei 100 ankomme und ein Leben mir sozusagen hole. Das heißt, ich muss eher verhindern, dass ich Münzen sammle. Oh. Da habe ich schon spontan das Level verstanden. Bisschen spät, ne? Oh je. Jetzt könnten natürlich hier Münzen drin sein, aber auch ein Pilz. Also gut, ich habe. Okay, es war kein einziges Mal ein Pilz drin. Da ist der Pilz. Okay, gut. Gut zu wissen. Kann man sich ja schon mal merken. Ja, dann müssen wir jetzt mal gucken. Dann ist natürlich der Gedanke klar, wo ich keine Münzen. Ich wollte nämlich schon sagen, hä, das wirkt irgendwie, als ob ich die Münzen nicht sammeln sollte. Und ja. Es ergibt natürlich jetzt Sinn. Dann habe ich es auf jeden Fall schon verhauen. Weil so viel, wie ich schon gesammelt habe, ist es auf jeden Fall nicht gut. Oh, ich hab's. Ja, jetzt habe ich es aus dem anderen Grund verhauen. Da muss ich schneller sein. Krieg ich das Ding wieder? Okay, von vorn. Jetzt verstehen wir, was wir tun sollen. Jetzt sammeln wir auch keine Münzen ein. Fast keine. Nein, hör auf. No. Oh je. Das wäre ein State. Also das ist auch ein Safe State Level auf jeden Fall. Also hier schnell durch. Gut. Ich meine, irgendwo muss ich Münzen einsammeln, aber ich kann es ja so machen, dass ich nur Eckenmünzen mitnehme. Oder immer nur eine. Genau so, perfekt. Na, das ist was. Na gut, den Hit nehme ich jetzt mit, weil dann sammle ich hier nichts ein. Aber ich meine, das ist jetzt was, wo ich wirklich safe state, dass ich ganz wenig einsammle. Dann. Das war jetzt schon zum Beispiel schon wieder schlecht. Das geht deutlich besser. Wir haben jetzt vier. Okay, acht. Also vier Stück dazu. Kann ich verkraften. Jetzt ist zum Beispiel schon wieder eine mehr, ne? Okay, jetzt habe ich hier gar keine aber bekommen. Das ist gut. Das nehme ich so weiter. Das nehme ich so mit. Wenn ich hier jetzt nur eine kriege, perfekt. Und das zünde ich jetzt hier durch. Oder auch nicht. So, hier muss ich jetzt halt kleine Sprünge machen. Und immer nur. Das ist halt nicht so cool. Ja. Also hier mit recht wenig durchkommen. Na, ich denke, das ist okay. Ich denke, 19 ist okay an der Stelle. Aber das jetzt immer wieder neu machen zu müssen, das wäre grob. Ich habe meinen Scanner geöffnet. Wie habe ich das jetzt geschafft? Moment, ich muss mal wieder den Scanner schließen. Hä, ich habe doch nur auf die Zurücktaste gedrückt. Womit habe ich jetzt gerade meinen Scanner ge... Oh, holy moly. Gut, aber wie gesagt, hier würde ich gerne nur eine. Das waren wieder zwei. Na, das waren auch zwei. Es geht auf jeden Fall hier nur eine mitzunehmen. Das geht.
das waren auch zwei. Wenn ich es schon... Das waren auch zwei. Wenn ich es schon verhindern kann, dann würde ich an solchen Stellen dann es tatsächlich mit einer probieren wollen. Ja gut, dann nehmen wir halt zwei mit. Jetzt ist meine Geduld am Ende. Okay, so hier kann ich ganz problemlos durch. Ja gut, da muss ich jetzt halt ein paar mitnehmen, aber möglichst wenige. Ja, vier sind okay, würde ich sagen. Oh, zwei sind besser. Sterben ist nicht so besser. Also es gehen zwei theoretisch. Ja, so nicht. Oh Gott. Also ich nehme auch die vier, so ist es nicht. So, jetzt muss ich hier aber ganz fix durch. Haben wir gerade schon gesehen. Okay, jetzt hier durch und... Na, jetzt habe ich halt einige mitgenommen, aber ich denke 36 ist an der Stelle in Ordnung. Hier nur die Ecken vielleicht mitnehmen. Nee, da habe ich jetzt zu viel mitgenommen. Hier nur die Ecken würde ich sagen mitnehmen. Die Ecke und die Ecke. Ja, das ist gut gewesen. Ja, tschüss. Ne? Wow, da rutsche ich runter. Okay, ah, die nehme ich mit. Das ist okay. Die habe ich mir verdient. Okay, gut. Okay, hier muss ich jetzt mir den Weg bauen. Aber erstmal sorgen wir dafür, dass der Typ hochspringt. Das war ja richtig dumm. Spring doch! Warum springt er denn nicht? Ja, perfekt. Und jetzt springst du nochmal. Achso, jetzt müsste ich aber... Okay, nach vier hat er mal Ruhe. Feierabend. Okay, ja, geht's nicht. Ich krieg den höher. Ich krieg den höher. Auch von hier aus. So nicht. Oh, kriege ich nicht. Okay, ja gut, dann muss ich da ein bisschen aufpassen. Ja, der passt aber. Der Block passt, dann machen wir den noch. Jetzt ist er höher. Jetzt mache ich den noch, dann habe ich hier meine Ruhe. Und dann würde ich sagen, mach mal hier drüben noch einen. Ich denke, vier Blöcke sind okay an der Stelle zu auszulösen. Ja, den wollte ich eigentlich nicht. Den nehme ich zurück. Okay, kleiner Sprung. Den kann ich verhindern. Muss nur gut passen. Das muss nur gut passen. Das muss nur gut passen. Come on! Ach, dann nehmen wir halt mit. Ich werde schon verkraften. 44 haben wir aktuell. Oh Gott, das ist fies. Viel springen, wenig treffen lassen. Okay. Na egal. Wir gehen einfach direkt durch. Okay, direkt durch wird nichts. Direkt durch ist nicht. Aber ich muss auf jeden Fall auf den hier und dann kann ich hier ein bisschen... Jetzt habe ich fast alle mitge... Oh Gott! Das sind zu viele hier wieder, die man... Ja gut, aber ist okay. Ich hoffe, wir sind... Also ich hoffe, das wird am Ende nicht so mega knapp. Oh mein Gott, es kommen so viele Münzen. Ne? Was ist das? Das Ding hat einen Secret Exit, ne? Das heißt, hier komme ich mit 62 Münzen hin. Und hier geht's weiter. Und die muss ich ja einsammeln.
Oha, Midway Point. Zweiter Abschnitt. Also den ersten Abschnitt müssen wir nachher nochmal machen. Aber da haben wir ja schon gesehen, der geht klar. Oha, okay. Okay, die kann ich nicht verhindern hier, oder? Keine einzige. Nee, die kann ich alle nicht verhindern. Aber die Grünen muss ich unbedingt verhindern. Die kann ich auch nicht verhindern. Okay. Was ist jetzt passiert? Habe ich was verpeilt? You now die if your coin count ends in zero. Oh Gott, das heißt, ich muss. Ich darf nicht 20, nicht 30, nicht 40, nicht 50, nicht 60, nicht 70, nicht 80, nicht 90 haben. Das heißt, ich muss rechnen. Wenn ich jetzt eine grüne einsammle, ist Mist. Wenn ich jetzt zwei gelbe einsammle, ist Mist. Ich muss jetzt so eine gelbe und jetzt eine grüne, dass ich bei 11 rauskomme. Aber da, oh Gott, ich weiß doch dann nie, welche gedacht sind und welche nicht gedacht. Also hier kann ich, glaube ich, alle verhindern. Ja, nice. So, und die sind jetzt aber alle Pflicht. Und ich weiß jetzt halt nicht, hätte ich von dem gerade eben eine gelbe mitnehmen müssen, weil jetzt hier vielleicht genau so viele kommen, dass ich auf 20 lande. Und würde ich jetzt die gelbe mitnehmen, würde ich vielleicht nicht auf 20 landen, ne? Das ist, was ich meine. Aber die muss ich jetzt ein. Ja. Hä? Okay, das heißt, jetzt rückwirkend weiß ich, ich muss auf 19 kommen. Ich muss also alle einsammeln. Das weiß ich aber vorher hier an der Stelle nicht. Versteht ihr, was ich sagen will? Na, das ist ein bisschen, weiß ich nicht. Muss ich dann jetzt einfach alle Münzen einsammeln? Ich gehe jetzt mal über die andere Theorie. Ich gehe jetzt mal davon aus, ich muss alle Münzen einsammeln einfach. Also die meisten scheinen ja eh nicht vermeidbar zu sein. Oh, das war anders, als ich jetzt dachte. Also die, ja, jetzt sind die aber weg. Cool. Jetzt ist die wieder da. Ach so, ich muss hier rüber zurück. Ich muss hier drüben zurück, damit die Plattformen wieder kommen. Jetzt weiß ich aber nicht, ob die Reihenfolge gepasst hat. Weil jetzt habe ich hier zwei gelbe, die könnte ich verhindern. So, ne? Ich muss halt immer, wenn ich bei 9 und, ja genau, wenn ich bei dieser 9 bin, muss ich dann eine grüne sammeln. Aber das weiß man doch jetzt, wenn man das erste Mal spielt, das Level. Das weiß man doch gar nicht, wie man vorgehen muss. Das heißt, aus der Position, wenn ich jetzt hier 35 habe, habe ich es doch schon versaut, weil ich keine Grüne mehr zur Verfügung habe, richtig? Ich kann zwar jetzt hier keine einzige einsammeln, die muss ich einsammeln. Keine Ahnung, was da so läuft. Und dann muss ich zurück. Oh Gott! Also, wir machen jetzt mal wieder zurück, bis alle Grünen wieder da sind. Also, genau dahin. Dahin. So, und die grüne muss ich. Und jetzt muss ich erst alle gelben einsammeln, bis ich bei 39 bin. Ah, ich habe es verstanden.
Jetzt komme ich genau zu 39 und jetzt komme ich auf die 41 zurück. Reicht es zu scrollen? Natürlich nicht. Aber von hier aus reicht es zu scrollen. Sehr gut. Aber das muss man vorher erstmal begreifen, dass man da jetzt nach vorne muss. Das ist doch nicht, also aus meiner Sicht, offensichtlich gewesen. Jetzt muss ich wieder zurückdrücken, oder was? Okay. Hä? Einmal hätte gereicht, Mario. Also ich hoffe, für sowas ist es dann in Ordnung, wenn ich Save State. Ne? Ach, der geht oben lang. Ah, das fährt weiter. Und seht ihr, wo wir sind? Wir sind bei genau 49. Das heißt, von da drüben darf ich keine einzige da oben berühren. Sondern so. Okay. Oh Gott, ich verstehe, was jetzt passiert. Aber es gefällt mir nicht. Jetzt muss ich genau... Nee, eben nicht. Jetzt muss ich genau bei 59 die Grüne einsammeln. Das war eins zu bald. Oh Himmel. So nämlich. Gute Welt. Ja, okay, die musste ich jetzt aber auch wieder einsammeln. Die kann ich ja gar nicht verhindern. So, jetzt habe ich 69. Jetzt brauche ich die nächste Grüne. Und danach darf ich keine andere mehr einsammeln. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, die darf ich jetzt nicht einsammeln. Ach so, okay, jetzt ist es so ein Ding. Ich muss mich zwischen den Münzen bewegen und darf sie nicht mitnehmen. Okay, das war nicht so schwierig. Okay, die muss ich mitnehmen. Die da oben drüber wahrscheinlich hoffentlich nicht. Yo, wait, was ist das da oben? Ach, ich hätte gucken müssen, wo mehr... Oh nein. Wo waren 9? Beziehungsweise 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ich wollte gerade sagen, irgendwas geht noch schief. Ich muss die explodieren lassen vorher. Na gut, das ist ja kein Problem. Kann ich das mitjumpen auf der Explosion normalerweise? Vielleicht kann ich auch nicht auf der Explosion mitjumpen. Ist das ausgestellt oder bin ich einfach nur gerade dumm? Sonst nutze ich halt das Ding. Aber ich hätte gedacht, ich kann auf der Explosion spinjumpen. Wait, jetzt kriege ich dadurch ein... Ach so, ich muss es berühren. Okay. Oh. Meine Güte, was ein Level. Was ein Level. Uff. Okay. Jetzt müssen wir dann nochmal durch. Aber wir können ein paar mehr Münzen mitnehmen. Das haben wir ja gerade gesehen. Ne? Das war jetzt nicht so dramatisch. Wir kamen mit irgendwie 61 oder so an. Geht's aber ganz schnell durch. Kennen wir jetzt ja alles schon hier. Ah, Mist. Ah, ich kann die direkt hier stoppen. Habe ich da gar keinen Stress. Das war das, was mir vorhin versehentlich passiert ist, Lul. Okay.
Und jetzt habe ich die einzelnen bekommen. Cool. Die ich vorhin haben wollte, die habe ich jetzt bekommen. Alles klar. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung, Spiel. Ach komm, ey. Ah, das fand ich jetzt aber... Also das Level fand ich jetzt nicht so... Weiß nicht. Das ist wieder so ein... eher nerviges Gimmick. Finde ich. Ich weiß es nicht. Aber es darf auch leben. Ist ja in Ordnung. Ist ja in Ordnung. Ich sage ja schon nichts. So, jetzt haben wir es gleich. Na, viel kam da gar nicht mehr. Der Teil kam noch. Und dann kam der Teil noch. Ach komm. Vor allem ohne Saves jetzt kannst du hier so viel so schnell falsch machen. Ach, der Mist kam noch. Stimmt ja. Ach. Komm, geh hoch jetzt. Oh, komm ich da jetzt nicht rum? Das wird doch wohl gehen. Das wird doch wohl gehen, ohne noch eine auszulösen. Ich meine, ich kann es mir leisten, aber egal. Egal. So. Danke dafür. Ach, jetzt kam der Kram noch, richtig. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch einfach alle mitnehmen. Da passiert nicht mehr viel. Oh. Ich habe nicht auf die Baseballs geachtet. Kann ich mich sogar treffen lassen. Yay. Ja, da ist die Röhre. Alles easy. Okay. Gut. Haben wir das auch geklärt. Eieiei. Komme ich hier hin zurück? Okay. Das war von... Ach, habe ich schon geguckt. Gut, dann geht's hier noch hin. Lip Distance Laboratory. Von Peter Popoff und Beaufort 3. Wer ist Peter Popoff? Den hat man noch nicht. Miracle Water. Okay, das sagt mir schon eher was. Remote Access. You have gained remote access to Yoshi's tongue. Press X or Y anywhere to eat and spit out items. Watch out. Spitting out items off screen that aren't persistent will cause them to despawn instantly. What? Green blocks will kill Yoshi when touched. This includes any Yoshis that were left off screen. Ah, okay. The next room will present you with a choice between two paths. The door to the far right will lead you down an easier path towards the normal exit. The secret exit can be found. Okay. Okay. Oh, fuck, das ist das Level. Entschuldigung für das. Fuck. Ich hab das gesehen. Das ist eins von denen, was ich gesehen habe. Oh Gott. Das ist ein sehr langes Level mit sehr vielen einzelnen Puzzlen. Ich würde das jetzt an der Stelle... erstmal auslassen und wir gehen anders weiter. Ich hoffe, das ist okay. Oha. Weil das Level ist, das ist heavy. Das ist heavy. Das passt jetzt nicht in 24 Minuten Part noch rein. Was haben wir hier? Let me clip here. The WWS Power Organization. WWS Power Organization ist Rairir. Keine Ahnung, wie man ihn ausspricht. R-Y-R-I-R geschrieben.
Das Level kenne ich nicht. While small, grab the spring and stand where the coin is while facing right, let go of and watch the magic happen. Ach so, das ist der ganz normale Glitch, den kennen wir ja. Okay. Das war nicht so gut. Hui. Ach, jetzt hat's den noch mitgenommen. Das war nicht so gut. Okay. Hui. Okay, ich spring immer noch mal auf das Springboard drauf. Habe ich vorhin gar nicht gesehen. Ja, stimmt. Okay, muss ich bedenken. Muss ich bedenken. Da muss ich mal ein bisschen eher, bevor es losgeht, eigentlich. So. Ah, wie... Also so jetzt, oder was? Ja, okay. Eieiei. Ah. Ja, die gehen aber nicht... Ach, das ist jetzt so ein Ding. Yo! Okay, das muss ich ein bisschen drehen. Das sollte reichen. Gut. Keine Ahnung, was da unten ist. Hätte ich das sehen können? Ja, andeutungsweise, aber nicht, was exakt da unten ist. Bisschen Blindjump-artig, aber ich meine, die Münzen sagen eigentlich, dass man da... Ja, okay. Ich habe nichts gesagt. Ja, wie komme ich da dann? Oh nein, jetzt habe ich es versaut. Okay, jetzt. So. Okay. Okay. Da ist nichts weiter. Da muss ich wieder durchdrehen. Yo! Ah! Hä? Wait, war das jetzt ein Fake? Hätte ich da einfach runterfallen können? Oder was wollte er mir damit sagen mit dem Face? Welche Message steckt hinter diesem Gesicht? Gottes Willen. So, nochmal. Das ist jetzt schlecht. If you were holding the jump button during that fall, you were not supposed to do that. Super cool. Ach so, es ist einfach, es resettet mich einfach. Okay. Tolle Messagebox. So, hey, du hast es falsch gemacht, mach's richtig. Lel. Ah, cool. Super Level. Das ist okay. Gut. Das war ein Level. Casino of Roulette 2. Auch von Peter Popov. Choose your stage hazard. Ja, das war wohl nix. Habe ich jetzt das Level mir gebaut, oder wie? Wo ist mein Pilz hin? Wo ist... Was?
Schuh, Giftpilz, Slope, Dings. Hä, wieso werde ich gleich wieder... Ich kann nicht spinjumpen. Okay, scheinbar macht es am Anfang irgendwas mit dem Level. Ich weiß aber nicht was. Okay, ist jetzt was völlig anderes. Okay, das Level... Oh mein Gott, die Richtung ist andersrum. Die Steuerung ist verkehrt. Und ich bin leider aber diesmal groß. Aber die Steuerung ist verkehrt. Oha. Okay, diesmal ist keine Steuerung verkehrt. Und scheinbar... kann ich auch den Pilz behalten. Der Giftpilz bedeutet, dass der Pilz nicht wirkt. Der Pfeil bedeutet die Richtungsänderung. Fisch bedeutet, dass Fische auftauchen. Und damit komme ich klar. Und die Zeit bedeutet, dass die Zeit knapp ist. Okay. Interessante Idee auf jeden Fall. Frosch, Giftpilz und... Oh, oh, okay. Was ist Frosch? Frosch ist noch unbekannt. Das ist Frosch. Das Bullet-Ding habe ich mir gedacht. Na, dass die Bullets auftauchen, aber Frosch ist okay. Oha, ich habe das Gefühl, keins von den Dingern ist wirklich gut. Okay, springen und irgendwas anderes. Ach, es scrollt! Nee! Und ich kann mich... Ich bewege mich voll langsam. Ich bewege mich super langsam. Ich kann mich auch nicht schneller bewegen. Ja, cool. Ja, das ist jetzt wieder, die Richtung ist verkehrt. Aber Feder. Zeit, Richtung verkehrt und Feder. Heißt das, ich starte mit Feder? Ach, die Dinger kommen jetzt dazu. Ja, ja, cool. Oh Himmel. Ich müsste mal meine Erfahrung bringen, wie lang dieses Level ist. Aber wir sind schon mal weiter als bisher. So weit waren wir noch nie. Mist. Okay. Froschzeit und Bullet Bills. Es gibt Schlimmeres. Ich kann groß werden. Ich springe halt die ganze Zeit. Damit komme ich klar. Ich würde hier eh viel springen. Das ist nicht so schlimm. Die Bullet Bills dürften auch nicht das größte Problem darstellen, ehrlich gesagt. Hier ist ein Pilz vielleicht drin. Yes. Und der wirkt ja sogar. Nice. Ich kann da jetzt nicht spinjumpen, das ist aber auch in Ordnung. Okay. Die Zeit nehmen wir uns jetzt mal, um den wegzumachen. Jetzt muss ich nur... Shit. Ich wollte gerade sagen, das Problem ist, dass ich um den Poke jetzt nicht so schnell vorbeikomme. Okay, aber es war ganz gute Kombination. Irgendwas muss man ja nicht. Oh, okay, jetzt ist es rutschig und scrolling und es ist verkehrte Steuerung. Aber dafür haben wir mehr Zeit. Die Zeit ist jetzt natürlich super, wenn es eh scrollt, ne? Also. Aber. Oh Mist, jetzt war die Steuerung. Scheiße. Ich habe nicht dran gedacht. Aber es wäre auch eine, glaube ich, ganz okay Kombination. Okay, der Pilz wirkt nicht, es ist verkehrt und es scrollt. Das ist so ein Worst-Case-Szenario. So, das geht gar nicht. Also, wenn ich es unter den Bedingungen schaffe, Pock. Ich brauche gar nicht ranhüpfen, weil selbst wenn da ein Pilz wäre, ich kriege ihn ja eh nicht. Scheiße. Lauf! Ich komme nicht hoch! Jetzt komme ich nicht hoch! Was bedeutet... Genau, was der Schuh bedeutet, wissen wir noch nicht. Den hatten wir zwar. Ach, der schiebt... Hä?
Der schiebt mich so zurück. Ach nein, das ist Gegenwind. Aha, das war Gegenwind vorhin, was wir hatten. Okay, aber was bedeutet jetzt der Schuh? Den Schuh habe ich noch nicht verstanden. Dieses Pustesymbol ist der Gegenwind. Das habe ich kapiert. Das ist nicht so gut. Aber der Schuh weiß ich noch nicht, was der jetzt anders macht. Da ist er wieder. Und Gegenwind und Scrolling. Okay. Oh, Gegenwind und Scrolling ist natürlich auch nicht so geil. Okay, aber hier wäre es jetzt zum Beispiel halt echt dumm, Save States zu verwenden. So, das wird jetzt halt komplett das ganze System kaputt machen, weil dann würdest du halt mit einer Bedingung einmal mit Save States durchspielen. Du kannst letztendlich mit jeder Bedingung durchspielen, ne? Also. Nein! Scheiß Shell. Also hier Save States finde ich falsch. Möchte ich nicht. Den Anker hat man noch nicht. Was macht der Anker? Zusätzlich haben wir Gegenwind und Scrolling. Aber was macht der Anker? Oh, ich bin super schwer. Lol. Das ist eine ganz schlechte Kombination. Ach, vielleicht ist der Schuh, dass ich leichter springe. Ah, jetzt bin ich wieder schwer. Und es ist rutschig. Dafür scrollt es nicht und ich habe Zeit. Okay, jetzt muss ich also, wenn ich schwer bin, muss ich die Dinger nutzen. Oh Gott, das wird jetzt interessant. Ah, das ist. Die Kombination aus. Oh, da ist auch ein Pilz drin. Die Kombination aus schwer und Bullet Bills ist auch ein Problem. Ah, Mist. Nein, ich will den Pilz haben. Ich will. Okay, ich bin wieder leicht. Der Pilz wirkt nicht und Bullet Bills kommen. Oder springe ich so höher? Ich weiß es nicht. Es wirkt ein bisschen so. Bin mir nicht sicher. Vielleicht auch nicht. Frosch ist in Ordnung, kann ich verkraften, aber dass der Pilz nicht wirkt, ist blöd. Aber die Level-Idee ist halt super cool. So, Pilz brauche ich gar nicht holen. Die Fische sind nicht so gefährlich. Also ich glaube nicht, dass wir an einem Fisch sterben werden. Wir werden an allem sterben, aber nicht an einem Fisch. Glaube ich nicht. Sagte er und stirbt an einem Fisch. Oh nein. Richtungsänderung ist. Oh Gott, Fische, Richtungsänderung und der Pilz wirkt nicht. Das wäre jetzt wieder eine Kombination, wo ich sage, wenn ich da gewinnen würde, Pock. Wird also nicht passieren. Wird definitiv nicht passieren. Aber langsam habe ich den Ablauf gelernt. Watch me. Jetzt habe ich. Jetzt habe ich am Anfang wieder die falsche Taste gedrückt. Ah. Okay, Schuh, rutschig und Feder. Ah ne, Feder waren die Super Koopas. Aber dann wirkt der Pilz immerhin. Und ich glaube, die Super Koopas sind mir lieber als Fische und anderer Mist. Weil die tun eigentlich nicht viel. Die tun eigentlich nicht viel weh. Also die sind okay. Au. Yo! Die könnten theoretisch sogar helfen. Wenn man irgendwo. Ach, der! Jetzt weiß ich, was der Schuh ist. Ich kann nicht spinjumpen. Ja, moin. Okay, hier weit. So weit waren wir noch nicht. Wait. Alter! Alter, hätte der mich gekillt? Ich setze ein Safe State. Hätte der mich gekillt? Boah. Der ist frech. Okay.
Der ist frech. Lol. Oha. Ah, das Level habe ich, okay, das Level habe ich auch gesehen. Das Level habe ich auch gesehen. Das war aber ganz cool. Und zwar wegen der Musik. Und was für eine super coole Musik in diesem Level läuft, sehen wir im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.